Hallo ihr Lieben, in diesem Video stelle ich euch eine sehr einfache Übung vor, die unseren Iliosakralgelenk behandelt. Das ist die Verbindung zwischen dem Os Sacrum, unserem Kreuzbein, und unserem Beckenknochen. Sie ist bei den meisten modernen Menschen zu steif und wenn sie mobil ist, können wir nicht nur besser tanzen und uns schöner im Geschlechtsverkehr bewegen, sondern die Übertragung der Nervensignale an die Zielorgane in unserem Intimbereich und dazu noch zu unseren Beinen ist viel einfacher. Wir arbeiten mit dem Beckenschiffstand. Also wenn unser Iliosakralgelenk gut funktioniert, wird unser Becken sich einfacher aufrichten lassen durch eine osteopathische Behandlung oder durch weitere Übungen. Wir fühlen uns besser, wir haben weniger Rückenschmerzen, weil sie häufig aus dem Iliosakralgelenk stammen. Also nur Vorteile. Ich bin Nastassja Romanova, Gründerin der Projekte YoniFit und LingamFit. Ich popularisiere das Wissen über die Intimfitness im deutschsprachigen Raum. Und gerne kannst du diese Übung in deinen Alltag integrieren. Du kannst sie sogar im Bett machen mit einem Kissen. Leg dich hin auf dein Bett oder auf eine Yogamatte. Deine Beine sind angewinkelt und zwischen den Knien hast du einen Kissen oder irgendeinen flexiblen Gegenstand. Und du nimmst deine Knie zusammen, drückst gegen dein Kissen, zählst bis 10 und dann machst du 10 Sekunden Pause. Dann stellst du deine Füße näher zueinander. Schon wieder bringst du deine Knie zueinander, hältst 10 Sekunden lang, atmest ganz entspannt ein und aus, spürst dein Iliosakralgelenk, ja, lenke deine Aufmerksamkeit in dein Iliosakralgelenk und 10 Sekunden machst du schon wieder Pause. Und danach stellst du deine Füße breiter. Wir arbeiten damit mit den unterschiedlichen Segmenten von unserem Iliosakralgelenk. Wenn deine Füße breiter stellen, spürst du es an einem anderen Platz, als wenn sie nebeneinander stehen. Bringe die Knie zueinander, druck. Die Aufmerksamkeit ist im Kreuzbein, die Atmung fließt weiter. Und danach machst du 10 Sekunden Pause. Und das war es. Eine Minute am Tag für mehr Kreativität in der Bewegung, beim Geschlechtsverkehr und einfach so beim Tanzen, beim Laufen. Wahrscheinlich weniger Schmerzen und Vorbeugung vieler möglichen Probleme, die sonst mit dem Alter kommen würden. Insbesondere werden dir deine Geschlechtsorgane danken sagen, weil sie dadurch besser versorgt und gereinigt werden können. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit dieser Übung. Alles Liebe!